Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad im LS19 Alpin DLC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo, da sind wir wieder. Jo, nach kurzen Komplikationen mit VCA, weil der Helfer irgendwie rumgesponnen hat, keine Ahnung. So. Ja, mal. Jetzt Marina Talk mit keinen freudigen Nachrichten über VCA. Ja, also wir kommen damit nicht so klar, keine Ahnung, wann was gibt. Ich habe die Steier jetzt erstmal hier reingepackt, weil ich mir jetzt den Lindner schnappen werde, weil der meisten PS hat. Und die mir die Brennerland Sämaschine dahinter klemmen und das gute Ding gleich mal ansehen, die gute 2. Außer warte mal, ich muss mal gucken, was braucht sie denn noch alles. Braucht sie Flügel? Ist die große Sache. Da sind gerade drauf, wäre das nicht so schlimm, ne? Also die brennt sich alles. Ich brauche Kalk, okay. Aber Flügel braucht sie nicht. Gut, das ist schon mal eine gute Nachricht. Das heißt, ich schnappe mir unser wunderbaren Lindner hier. Warte, ich muss die Dinge rausmachen. So. Ah, jetzt passt Vorderradlenkung wunderbar. So. Dann hängen wir mal die gute Pferde dann an. Ja, Geld müsste sich noch ausgehen für das Saatgut, das passt. Zack. Zack, wunderbar. Rum hier. Gut. Ja. Ich glaube, ich baue noch ein kleines Frontgewicht, würde ich mal sagen. Dann machen wir Radio hier an. So, wir fahren jetzt einfach mal zum... Oh Gott, da fand ich so eine Ausfahrt. Zum Händler runter, um uns eine wunderschöne Saatgutpalette zu organisieren. Ansonsten wird es schwierig. Ich frage dich gleich mal, wofür bist du, was wir anziehen wollen? Also ich würde sagen, was gut Geld bringt. Sojabohnen. War auch mein Gedanke. Gut, dann wissen wir das auch schon somit mal. So, fahren wir hier rein, da kommt Mauro, Mauri, guten Tag. Bitte keinen Susch. Gut, wunderbar. So, nehmen wir mal ein Schlückchen von dem guten Red Bull hier. So. So. Ich bin wieder am Hof. Ich verdiene einen vollen Grunddank. Oh nee. Soll ich mich drum kümmern? Ich kümmere mich drum. Da. Wo ist er denn? Ah, da vorne ist er. Komm mal her, Kollege. Ja, also ganz ehrlich, das ist ja eine Sprungschanze hier in das Silo reinheben. Ja. Ach nee, warte mal. Stroh schon in das Silo reingehen? Ja. Ja. Normalerweise schon. Also ist ein... Ach nee, jetzt steht er auf der falschen Seite. Oh nee. Kollege, wieso tust du dir das? Hat er nicht früher mal ein Dingens gemacht? Hm? Wo man reinfahren kann dann? Das war CP. Ich hab das gemacht. Wie? Der Helfer hat das noch nie gemacht. Ich komm mit dem Du musst dich um den Drescher kümmern, der funktioniert bei mir nicht. Entweder liegt's an VCA, ich glaube schon. VCA ist einfach ein Arsch. Es ruckelt auch so ultra hart bei mir jetzt, ne? Vor VCA aber nix, never, nix! Wir schmeißen sie in der nächsten Folge wieder runter. Ja. Man kann sehen, wie man es will. So. Schwierig. So, es hat gute Paletten, wunderbar. Der Ruf. Wir werden wahrscheinlich nicht alle zwei reingehen, oder? Den einzigen Vorteil, was gut ist, Geschwindigkeitsbegrenzung geht raus. Ja. Also wir können wirklich mit jedem Fahrzeug 50 oder so fahren, aber. Das ist halt auch nicht. Es ist halt. Das geht. Ist es jetzt Dünger auch noch? Warte mal. Aber das könnte man selber auch mal machen. Also irgendwie umstellen. Die Maschine ist jetzt nicht da. Okay, gut. Das heißt, wir drehen einmal. So, das passt, dann machen wir mal Rundumlösche, ja. Was ist das denn? Versuchen wir Doppelbelegung, ne? Das war nicht absichtlich. Aber jetzt ist die... Hä? Ich check das nicht. Egal. Ja, wenn ich meine Rundumleuchte ausdrücke, kuppelt es irgendwie meine Sämaschine ab. Oder das jeweilige Gerät, was ich hinten dran habe. Und ich weiß nicht wieso, ich habe eigentlich keine Doppelbelegung drin. Und wenn ich es dann, wie heißt es nochmal?
positional absichtlich mache, dass ich gucke, funktioniert, dann kuppelt sie nicht ab. Oh Gott. Gelegt ist vielleicht. Ja, ist das wieder unter Pfand gewesen? Was denn? Ja. Kann ich vielleicht sein, dass. Bist du dann stehen geblieben beim Schauen? Ja. Aber warte, ich kann sie kann nochmal besuchen. Liegen? Nee, jetzt kann ich. Ich fahre jetzt gar mit 6, mit. Warte. 50. Drück den Knopf. Die Rundumleuchte geht an und aus, so wie sie soll. Und die Sehmaschine bleibt dran. Keine Fragen, Fragen. Ich verläuft wieder. So, ich stelle jetzt gleich mal auf. Wird der vielleicht blockiert gerade? Sojabohnen, ja. Aber kann ich hier drin. Samen. Ne, gar nicht, okay. Na, stimmt, ich habe ja auch GPS, wunderbar. So. Ist alle Toulouse. So, gehen wir mal rein. Auch nicht. So. Ach ja, ach ja, ach ja. Und da brauche ich ja diesmal längst. Ich werde aber eigentlich mit dem Hänger fahren. Du, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, der ist voll, also, ne? Halt mich hier den Reifen drauf. Ja. Die reichen für 50. Hallo. Fahrst du da hoch? Ja. Okay. Warte mal, wo gibt's den besten Preis für Gärschen? Oh. Gäste, ja. 703 bei Felsbrunn Getreidemühle. Ach nee, das müssen wir mit dem Zug machen. Egal. Flo? Bisschen. Ich rutsche rückwärts ganz wieder runter. Ich seh's. Schief! Du musst zu Bahnsilo West. In der Nähe vom Händler. Oh. Ich glaub, du wirst es finden. Er hat's geschafft, ja. Alles hat er schon gemacht. So, warte mal. Nein, nicht wieder runter! Nicht wieder runter! Ich höre schon, du hast Spaß. Wo muss ich hin? Bahnsilo West, glaube ich. Warte. Was habe ich dabei? Gärschen. Das musst du da abladen und dann später mit Zug aufladen und wegschubsen. Wo ist die Festbrunnen Getreidemühle? Nee, ja, da muss ich nicht beim Zug hin. Doch. Die gibt's doch hier nicht. Es gibt. Ja, aber die Festbrunnen Getreidemühle ist außerhalb. Oder nicht? Oder warte, kann ich nee, die ist genau da am Rand. Hier ist nichts. Hier ist End of Map. Du musst damit Zug fahren, weil deswegen heißt es auch Felsbrunn. Wie drehst du dich doch, wisch? Da war die Sinne. Och, ernsthaft. Ja, du musst es da reinpacken und dann später mit dem Zug wegfahren. Wo ist denn der Zug? Keine Ahnung. Ja. Muss ich zum Bahnhof? Ich fahr mal zum Bahnhof Silo Ost, ne? Ich fahr da mal zu. Ja, aber im Prinzip ist der wurscht, welches Bank. Welches Bahnsilo. Das ist aber am nächsten dran gerade. Ja. So, warte. Lüttert? Zumindest das geht. Wie viel braucht eigentlich die Sehmaschine? Warte. Nein, ich will nicht verkaufen. 130, okay, ich kann sie doch. Also. Ich muss das Ding ausmachen, Moment mal. Hier. Ja, das geht. Oh, wunderbar, da werden die ersten Quäntchen in den Boden geflickt. Komm ich da vorbei? Ja, geht's. Abfahrer, der Dresser ist voll. Alter, ernsthaft. Ja, der hat nur so kleinen Kontakt. Flo. Kann ich eigentlich nicht. Ich sag's ungern, ne, aber. Kann nicht helfen. Ich hole das nochmal ein bisschen Kredit und kaufe dann nochmal einen Hänger. Oh. Egal. Brauchen wir noch einen Hänger? Ich habe uns jetzt 100.000 Kredit gegeben. Wir brauchen noch einen Hänger. Ich kaufe da mal einen. Aber vielleicht den Farmtech kaufen? Nee, weil das passt dann überhaupt nicht mehr zusammen. Nimm noch einen von den HW80. Einfach bloß die Plane runterhauen, gell? Hm? Einfach bloß die Plane rot hauen. Normalerweise schon, ja. Dann hol dir mal mit meinem Ding ab. Das gekauft. Ja, warte, mach ich schon.
Ich glaube, ich habe die Drellebergreifen genommen. Egal. Ich kann ihn nochmal umkonfigurieren. Dann. Nee, das sind schon die breiten Drellebergreifen. Achso. Also so krass fällt es nicht auf. Und dann haben wir ja nicht. Oh Gott, da ist ein leckerer Holper da drin. Ein minimal laggy. Eieiei. Wenn noch einen Traktor am Hof, der stärker ist als die, wie der Führer? Nee. Glaub nicht. Bist du schon unterwegs? Ja. Ach nö, jetzt will ich gerade den Hof reinfahren, ne? Ach nee! Mit was bist du unterwegs? Ein Steier. Ja, dann nehme ich mein Ding. Sorry, dass ich das jetzt sage, aber ich lasse die Führer stehen, weil der Blitz schwach ist. Allerdings ist mehr. Ja, doch, der Unitrack hat ein bisschen mehr, glaube ich. Der Unitrack 122 PS. Der hat einiges mehr. So. Ah, da steht er. Ja, das geht, das fällt nicht so krass auf. So. Zack. Wunderbar. Wo soll ich in den Hänger hinfahren? Zum Drescher. Okay. Ich bin jetzt gerade unterwegs zum Bahnhofssilo. Also es ist ja kein Realismus-Projekt, oder? Nee. Okay. Also wir sollten halt schon. Ich war jetzt gerade mit 60. Läuft der Mensch auf 60? Ich hab den raufgepippt auf 63. Hast du den Fan gemacht? Warte mal. Ich bin im Bahnhofsilo vorbeigeschossen. Das ist der Nachteil an 63 km/h. Ich kann maximal 40 fahren. Ah, da reicht mir. Hier ist eine 30er-Zone. Ich fahr's doppelt so schnell. Warte mal, verkaufe ich das gleich, wenn ich das hier reinkipp? Nee. Ich muss dann erst den Zug abholen. Oh, Schien. Schien ist gekommen. Ich vertraue dir jetzt mal. Das Geld geht nicht hoch. Puh. Ja. Und ich habe mir schon, ausgerechnet, wenn der Preis für Silage momentan so bleibt, ja, bei 340 Euro, dann können wir für unsere Silage, ich glaube 150.000 Liter sind es, was wir oben haben, knapp 53.000. Davon können wir uns den Drescher kaufen. Und das ist halt wirklich das momentan wichtigste Anliegen. Ansonsten haben wir alles. Oh, ich habe Auto ausgebremst. Also. Vorne sehe ich dich donnern. Mit dem Steier. Sehe ich dich auch? Vor der Außenansicht. Ich komme gerade vom Bahnhof, Silo. Ist wirklich nicht weit weg. Ach, da hinten. Ist direkt hinter dir. Ich guck, ich knubbel die zwei Dinger da weg. Knüppel die zwei Hänger dann direkt gleich hintereinander. Ja. Dann kannst du Stroh sammeln, weil ich glaube, an den ist momentan noch nicht so wichtig. Das kann auch der Hilfe machen. Ja. Oh, Alter, wie knapp das ist. Oh, geht sogar. Heieiei. Aber du musst den Helfer dann gleich beim Lindner wieder einstellen, weil wenn wir liftet, will er nicht. Beim VCA. Du musst aber dich beeilen, damit du Stroh sammeln, gell? Ja. Das Ding muss, glaube ich, 50 laufen jetzt. So. Oh, der Steuer in Action. Herrlich, du. Hängen aneinander. Warte mal, wie viel PS brauchten die Seemaschinen überhaupt? 130. Oh, ich wollte gerade sagen, du könntest auch die Steuer ran knüppeln, aber. Eng werden. Ja. So. Ich geb deinen Helfer mal Allradlenken. Ja. Nimm mal, der Autobus passt doch gut zum Steuer. Ja. Adaptive Lenkung aus. So.
Hol. Reiper-Ding, ja. Eva läuft. Ja, der Steier treibt einen Ladewagen. Kann 20 km/h fahren. Steierlade. Ja. Ei, ei, ei. Helfe ihm, wird da einer blockiert. Oder was, Helfe A? Nee, komm nicht. Helfe E, glaube ich. Alter, wir sind hier gerade mit. Also, wir sind hier gerade 1, 2, 3, 4, 5 Fahrzeuge am Feld, ne? Alter, hier geht gerade Abzug. Eieieiei. Da drüben fährt der Zug. Helfe H. Wer ist denn das? Der Drescher? Der Seher. Kannst du ein Gewicht anhängen bei deinem Ding? Bei meinem Steuer, ich habe eine Fronthydraulik, ja. Aber bis dato brauche ich noch keins. Glaub mir, das wirst du brauchen. Meinst? Ja. Ich leg's auf die Bahn. Okay. Ich komm weiter, ne? Du kannst auch noch vorne kommen. Hab ich. Ich habe kurz gedacht, ich könnte Kuh spammen, aber dann hätte ich den Ladewagen abgekuppelt, was nicht ganz so gut war gewesen wäre. Dann wäre es wieder abgekuppelt worden. Ja, okay, dann Wo werde ich nicht ran? Alter. Aber der Steier war schon eine gute Investition, weil es sind halt einfach nochmal 80 PS, er ist nicht allzu teuer. 25.000 geht eigentlich voll klar. Und wir haben jetzt noch einen Traktor mit Front, erstens mit Fronthydraulik und zweitens mit Frontlader am Bau. Ja. Ey, wir haben den Helfer H und den Helfer I. Okay. Was ist? Ich hab grad irgendwie, warte. Ah. Ah. Ah, gut. Ja, schon mal ein Schlückchen hier. Der Drescher ist versprungen. Gib Gas! Der Alter. Hat sein Rohr schon draußen. Ja. Diese blöde VCA. Lass mich nicht schneller fahren. Also es sprechen genügend. Es sprechen genügend Gründe gegen VCA. VCA hat einfach den Gang nicht reingebracht. Oh Mann. Soll ich den Stroh ins Lager hauen? Ja, oder? Ja, das habe ich auch ins Lager geschlagen. Geschlagen vor allem. So, Steier ab zum Hof. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, Steier wird in der Schweiz auch gewischt, auch oft verwendet, ne? Ja. Passt so. Wieso bin ich eigentlich? Kann ich bei dir mitfahren? Warte mal! Nee, kann man nicht, weil ich hab's nicht einwählen können. Beziehungsweise auswählen. Warte mal! Ich renne ja gerade hinterher. Wie schnell fahrst du? 40. MFL. Dein Name. Auto, ich komm vor dir noch raus, ich hab einen Steier. Ja. Tschüss. Du willst mich halt nie treffen, ne? Ich stehe neben dir. Ich hab das Symbol zum IC, aber Gott. Oh Mann, du. Kann ich da mitfahren? Kann nicht, ne? Ich glaube, du kannst bei keinem Fahrzeug mitfahren. Was machst du mit Helfer H? Ich wollte mitfahren. Helfer H ist der Dingens, oder? Der. Das Beifahrer. Warte mal. Haben wir das Beifahrer-Skript überhaupt mit drauf? Ja, haben wir mit drauf. Wenn man es bei den Standardtraktoren auswählen kann. Hier geht's. Wie schnell ich über diese Karte laufe. Ja. Flo, du musst dich beeilen, ne? Wieso?
Dann laden wir mal hier. Wieso? Weil der Lindner fast fertig ist. Ach so. Hey, was ist jetzt los? Keine Ahnung. Der Helm ist einfach stehen geblieben. Fahrt wieder an. Ich glaube, VCA hat irgendwie mit reingespielt. Ey, VCA das mit runter, sorry. Aber. Es ist wie es ist. Haben wir Unkraut mit? Wir haben Unkraut im Feld. Ja, das war schon von Anfang an drauf und konnten wir nicht mehr wegmachen, also. Oh. Hm. Sollen wir auf Bio? Wir brauchen nicht streichen. Es wäre, glaube ich, vom investitionstechnisch her die billigste und einfachste Lösung. Ja. So, kommen wir durch. Sie ist ja an sich wenig Verkehr. Aber wir schauen trotzdem mal wieder. Also ich muss sagen, für uns die beste Variante, um Geld zu verdienen, ist einfach Silage. Weil wir haben bewiesen. Ja, Feldbau und Wiesen, das ist. Damit werden wir reich. Beziehungsweise mit Wiesen Silage, Gras-Silage. Müssen wir reich werden. Ja. Warte mal, wo habe ich den aufgehört? Das war doch irgendwo da hinten. Das weiß ich nicht. Ich muss wieder wirklich schicken, ne? Steuer, gib alles, was du hast! Ich hab hier doch. Ah, da! Ich hab doch gewusst, ich hab irgendwo aufgehört. Oh! So, drehen. Hoffentlich bitte nicht. Den Dreh muss ich jetzt auch beeilen langsam, ne? Ja. Aber das läuft. Halt, ich hab da hinten einen Teil. Ich bin mal gespannt, wie lange das Saatgut im Blindtrag noch hält, bevor er leer ist. Ich auch. Ja, ich glaube, das sind 2000 Liter, das sind zwei Big Bags, das wird schon noch eine Weile halten. Hast du nicht die Flo? Hm. Der kommt doch vom Standard LS. Bei Paletten. So für 1800 Saatgutpalette. Für 1900. Mit 2100 Liter. Hm. Eine Saatgutpalette? Wir kommen da um 10 Euro billiger raus. So bei mehr was? Geld. Wenn du im Shop bist. Ja. Bei den Big Bags. Warte. Da drunter gibt's ja Paletten. Ich sehe dich an wie vorbeigefahren. Da drunter gibt's Paletten und da ist dieses dritte. Ach so. Das ist Saatgut und da kommen wir billiger raus und haben noch 100 Liter mehr. Ich hatte ja halt nie auf dem Schirm, dass es die gibt, ne? Echt? Ja. Ich hab da nie reingekommen, ich hab immer nur Big Bags. Nee, die gibt's auch. Dann weiß ich nicht jetzt auch. Alter, die hinten mit der Arbeit und arbeitet, der holt mich jetzt hier rein. Ich hätte halt mal so, die Kamera also runter. Das Ding ist. Das Ding ist. Ich hol den Drescher fast da ein und der. Der Ahnenseher holt mich fast ein. Der Lindner. Ja. Aber jetzt habe ich ihm wieder gut Platz gemacht, den Kollegen. Ich habe den jetzt auf 12 km/h runtergetroffen. Und okay. Ansonsten fährt er wie viel? 15 oder 20? 15, 16. Okay. Ich bin voll. Du musst ihn hier raus. Alter. Also bei uns wird hier auf dem Feld gearbeitet. Ja. Gib Stoff!
Der Drescher ist voll. Ich muss sagen, für so eine Arbeit wie den Ladewagen momentan ziehen oder so weiter reichen 80 PS komplett aus. Was mit dem Steuer? Da reicht der Steuer komplett aus. Ja. Und das Ding ist halt immer, er hat 80 PS und er ist halt immer richtig günstig. Ey, ist der, hat der plus 80? Der hat 80. Ich dachte, ja, durch den 890er gekauft. Ja, aber der hat plus, geht plus bis 80. Aber ich kann den auch noch hochschrauben auf 90. Oder mit getunten auf maximal 95 oder 100. Warum hast du das dann nicht gemacht? Ich hab ich doch nicht dran gebracht. Bisschen arm. Zu hoch genügend. Wann ist denn irgendwie die Bodenwelle? Ah. Eieiei, war die vorher auch schon so stark? Egal. Oh Gott, das ist auch so ein Hobby. Oh mein. So, wir laden hier nochmal ab, aber wir dürfen uns fürs Zuschauen schon mal wieder bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Und jetzt kommt natürlich die gute Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch noch keinen Cent. Unten den roten Button, falls noch nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nicht. Das war von mir. Dann sehen wir uns bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengard im LS19 Alpin DEC und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Where I belong, I'm still rolling the dice, praying.